Erfolg und unser Reichtum sind nicht das Resultat einer einzelnen Handlung. Sie sind abhängig von etwas viel Größerem, von Einstellungen und Werten. Und diese werden auch von unserem Glauben geprägt. Wie sind wir gut vor Gott? Die Reformatoren haben diese Frage vor 500 Jahren neu beantwortet. Sie haben die Schweiz gespalten und die Schweizer Wirtschaft. Die moderne Wirtschaft ist von den Reformierten aufgebaut und entwickelt worden. Das ist eindeutig. Wenn man Konfessionskarte und Karte der wirtschaftlichen Entwicklung übereinander legt, dann deckt sich das. Die Katholiken interessieren sich lange nicht für wirtschaftlichen Fortschritt. Ihre Aufholjagd kommt spät, aber eindrücklich. Schichtarbeit bei Dattwil. Wo heute Dichtungen für Konsumgüter produziert werden, prallten in den Werkhallen einst zwei unterschiedliche Weltbilder aufeinander. Vor 100 Jahren steht das Unternehmen im katholischen Uri wegen Misswirtschaft vor dem Ruin. Ein Reformierter aus dem Aargau kommt zu Hilfe, stellt es neu auf, kauft es. Adolf Dattwiler. Der reformierte Dattwiler bringt neue Ideen ins katholische Altdorf, neue Einstellungen, neue Werte. Der Adolf Dattwiler hat als Protestant natürlich ganz eine andere Weltsicht in das Tal gebracht, als zur damaligen Zeit da geherrscht hat. Er hat schon im Ausland gearbeitet, hat Erfahrung gehabt, er ist weltoffen gewesen, er hat an Fortschritt geglaubt und er hat auch keine Möglichkeit ausgelassen in seinem Werdegang, von dem technischen Fortschritt wirtschaftlich Profit zu schlagen. Und er ist dann auch gekommen in Kanton Uri, wo immer noch sehr landwirtschaftlich geprägt war, wo sehr konservativ und katholisch war. Und das war sicher sehr eine außergewöhnliche Situation. Die einheimischen Katholiken glauben noch nicht an den industriellen Fortschritt. Die Verantwortlichen der Firma agieren sorglos, überschulden sich. Es sind Verwalter. Adolf Dattwiler dagegen ist ein Pionier. Er baut in Krisenzeiten aus, sucht neue Wege, geht unternehmerische Risiken ein. Und stößt zunächst auf Skepsis. Auch privat, als er 1924 die Tochter des katholischen Landammanns heiraten will. Der katholische Pfarrer von Altdorf hat seine Pfarrkirche für die Mischehe nicht wollen, für die Hochzeit von dieser Mischehe nicht wollen zur Verfügung stellen. Darum musste Adolf Dattwiler und Silina Gamma müssen in die kleine Pfarrkirche im kleinen Dorf Bauen am Urnersee ausweichen. Adolf Dattwiler wird seine Sicht der Welt rasch etablieren und Fortschritt in den Kanton bringen. Wie sind wir gut vor Gott? Die Reformatoren liefern neue Antworten. Sie bekämpfen den alten Glauben, wonach nur gut ist, wer sich aus den Geschäften der Welt zurückzieht, wer betet, wer Ablass bezahlt. Martin Luther sagt, der Mensch könne ohne Umweg über die Kirche gut sein vor Gott. Das heißt aber auch, er ist selbst verantwortlich dafür. Huldrych Zwingli sagt, Müßiggang sei kein Dienst an Gott. Hingegen könne Arbeit etwas Gutes sein, ja,
etwas Göttliches. Johannes Calvin sagt, Hingabe im Beruf sei ein Zeichen von göttlichem Wohlgefallen. Es sind neue Antworten, die entscheidend dafür sind, wie die Menschen denken, wie sie reden, wie sie handeln. Genf, Kathedrale Saint-Pierre. Wirkungsstätte Calvins. Was er und die Reformatoren vor ihm von der Kanzel predigen, ist gegen die Normen ihrer Zeit. Sie verändern die Einstellung der Menschen zur Arbeit fundamental. Sie stellen ganz klar fest, dass der einfache Christ durch seine tägliche Arbeit als Bauer, als Handwerker, als Gewerbetreibender genauso gut ein gottgefälliges Leben führt wie ein Adeliger mit seiner herrschaftlichen Tätigkeit oder ein Geistlicher mit seiner seelsorgerlichen Tätigkeit. Heute definieren wir uns maßgeblich über unsere Arbeit. Wer nicht arbeitet, ist am Rand der Gesellschaft. Vor der Reformation braucht es diese Randständigen geradezu. Ihnen Geld zu geben, gilt als gute Tat vor Gott. Wie geht man mit den Bettlern um, die eben nicht ihr Leben mit guter Arbeit verdienen, sondern mit Bettel? Das wird ja radikal diskreditiert. Das ist ein Lebensstil, der aus Sicht der Reformatoren überhaupt nicht mehr drin liegt. Es kann nur noch der mit Almosen und mit Armenfürsorge unterstützt werden, der unverschuldet in die Armut geratet. Aber der, der noch arbeiten könnte, soll arbeiten und so sein eigenes Leben verdienen. Neue Ideen mit Sprengkraft. Sie spalten die Schweiz. Vor allem städtische Gebiete nehmen die Reformation an. Zürich, Basel, Bern, Genf. Tiefe Gräben ziehen sich durch Land und Bevölkerung. Appenzell wird in zwei Welten geteilt. In das katholische Innerrhoden und das reformierte Außerrhoden. Hier liegt Bühler. Peter Hersche ist tief in beide Welten eingetaucht. Er ist pensionierter Geschichtsprofessor der Universität Bern und katholisch. Solche Fensterreihen sieht man im reformierten Außerrhoden häufig. Gleich nebenan, im katholischen Innerrhoden, gibt es sie nicht. Es sind Fenster zu Webkellern, zu kleinen, aber wichtigen Keimzellen des Fortschritts. Der Webstuhl in Anne Banzigers Wohnhaus gehört zu den letzten, die noch an ihrem ursprünglichen Ort stehen. Technisches Meisterwerk. Das hat mich aber immer erstaunt bei dieser Ossenrode. Das war so innovativ gewesen. Sie haben immer wieder versucht, die Maschine zu verbessern. Machen, dass das Arbeit schneller von sich geht, ja. Dass man rascher kann arbeiten, mehr produzieren. Leinwandtücher aus solchen Kellern sind ab dem 17. Jahrhundert weit herum gefragt. Gezielt investieren die Familien ihre Gewinne wieder, bauen ein wirtschaftliches Fundament auf. Sie suchen ihr Heil in der Arbeit. Damit unterscheiden sie sich fundamental von den Menschen im katholischen Innerrhoden. Nicht der wirtschaftliche Erfolg ist dort der Heilsbringer, sondern die Kirche. Innerrhoden hat im 17. Jahrhundert sage und schreibe 4 Klöster gehabt. Das bei einer Bevölkerung von 8'000 Einwohnern. Also auf 2'000 Einwohner ist ein Kloster ganz verrückt. Und man weiss aber auch, dass die haben dann alle neue Kirchen gebaut, teilweise auch neue Kloster gebaut. Die Regierung hat sie unterstützt finanziell. Und die Leute selber haben sehr viel Geld für die Kloster gespendet. Also dort ist das Geld auf einem völlig anderen Kanal geleitet worden. Wer in den Jahrhunderten nach der Reformation von Außerrhoden über die Grenze nach Innerrhoden geht, lernt dort die andere Welt kennen. Das legen Reiseberichte aus dem 18. Jahrhundert nahe. Reisende bemerken auf Anhieb, wenn sie Innerrhoden erreichen.
Die Wiesen scheinen sehr schlecht bestellt und besorgt. Die wenigen Häuser am Wege sind kleiner, ärmlicher und überall vermisst man die Ordnung, den Fleiß und den Wohlstand, welche sich in Ausserrhoden überall zeigen. Was in der Reisebericht aussteht, ist, dass der Innerrhoden sehr gern frei ist. Er geht nicht gern irgendwo eben in den Keller arbeiten, sondern arbeitet lieber in der Natur. Und er nimmt sogar in Kauf, dass er ein bisschen arm ist dafür. Das ist ihm, die Freiheit ist immer ein höherer Wert, als viel Geld zu haben. Die Landwirtschaft bleibt nach der Reformation der Hauptwirtschaftszweig. Handwerk die Ausnahme. Die beiden Appenzell stehen sinnbildlich für die Schweiz nach der Reformation. Die einen wollen technischen Fortschritt, die anderen das Bewährte. Vorerst. In Solothurn verrichten katholische Bauernfamilien Strickarbeiten, um etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Der Obrigkeit ist dies ein Dorn im Auge. In einem Erlass animiert sie die Solothurner Bauern, Feldarbeit um den Taglohn oder Verdingweis zu übernehmen. Denn nur die Landwirtschaft sei eine so rühmlich und gottgefällige Arbeit. Nach Kräften sucht die Regierung einen Weg, wie das eingeschlichene Filialismen moderiert werden könnte. Nicht im Webkeller wollen die Katholiken ihre Zeit verbringen, sondern im Austausch mit Gott. Der Auffahrtsumritt Peromünster hat ursprünglich einen ganz praktischen Sinn. Man bittet Gott um das richtige Wetter für die Ernte. Denn Ernteausfälle sind für sie, die von der Landwirtschaft leben, eine Katastrophe. Die Prozession ist aber auch Ausdruck davon, dass die Katholiken die neuen Ideen der Reformatoren strikt ablehnen. Man hat da Widerstand geleistet. Man hat das nicht wollen. Weil natürlich, je mehr Zeit man für die Arbeit braucht, desto weniger bleibt für das Gebet übrig. Die katholische Obrigkeit gewährt ihrem Volk allemal genügend Zeit. Im 17. Jahrhundert haben die Katholiken in der Schweiz bis zu 70 Feiertage. Zählt man die Sonntage dazu, ist in guten Jahren jeder dritte Tag arbeitsfrei. Anders die Reformierten. Die Gemäßigten unter ihnen haben 25 Feiertage. Die Radikaleren, etwa die Calvinisten, gerade noch 5 bis 7. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Viel Zeit für Gott heißt weniger Zeit für die Arbeit. Man könnte Gemeinschaftserlebnisse dieser Art als rückständig abtun. Es gibt eine zweite Sichtweise. Die Katholiken nehmen nur vorweg, wonach sich in der heutigen Leistungsgesellschaft viele sehnen. Aber wenn ich so Prozession von mir habe, eine kirchliche, und heutige Erscheinungen anschaue, denke ich natürlich beispielsweise an das Triparat Zürich. Das ist im Grunde genommen eine profane Prozession, einfach auf Auto. Man hat auch herausgefunden in der Volkskunde, dass zum Beispiel die 1. Mai-Umzüge eben von der Linken eine ziemlich genaue Kopie von der Frontleichnamsprozession ist. Es gibt eine bestimmte Zugsordnung, die man einhalten muss. Also da würde ich sagen, sind eben Katholiken schon früher dran gewesen. Und man hat sehr viel von ihr abgekupfert, ohne dass man das natürlich je zugeben würde. Gemeinschaft und Muße. In einer Welt, die individuellen Erfolg belohnt und die ständigen Fortschritt verlangt, sehnen sich die Menschen in Peromünster nach Erfahrungen, die nicht messbar sind.
bin hier jetzt mit den Kirchenchorgespendli unterwegs. Wir haben uns die Tradition vor etwa 10 Jahren angefangen. Wir beten hier. Nicht so heftig wie vielleicht andere, aber wir probieren immer mitzubeten ein Stück weit. Also wenn man jetzt am Morgen da über vom Schlössli raufläuft, der Sonnenaufgang, im Hintergrund hört man die Reitermusik, die Reisse Morgenrot daher spielen, da hat man einfach Hühnerhaut. Also das ist einfach schön. Menschendienst ist Gottesdienst, oder? Das ist für mich auch wichtig, Gesellschaft mit den Leuten im Dorf, man kommt zusammen. Jeder hat seine eigene Tradition, oder? Und wir leben das auch in diesem Dorf und das gefällt mir sehr. Was den Menschen heute wichtig ist, wollten die Katholiken schon nach der Reformation unbedingt bewahren. Der Katholik hat ja auf die Ewigkeit geschaut und hat gesagt, also, im Vergleich zur Ewigkeit ist ja das Leben hier auf Erden ganz kurz. Also lohnt es sich nicht, den Reichtümer anzuhäufen. Man muss einfach seinen Lebensunterhalt verdienen mit der Arbeit, aber nicht darüber raus. Den Rest kann man dann eben zum Beispiel für solche religiöse Aktivitäten brauchen. Und das hat man auch gemacht. Die Reformation teilt nicht nur die Schweiz in zwei Glaubensräume, sie entzweit ganz Europa. Der Streit darüber, wer den wahren Glauben hat, wird mit aller Härte ausgetragen. Die Bartholomäusnacht 1572 in Paris. Ein Massaker an Anhängern der Reformation. Sie werden ermordet, im ganzen Land verfolgt. Wer kann, flieht ins Ausland. Tausende dieser Hugenotten finden Aufnahme in reformierten Schweizer Gebieten. Nicht nur aus Frankreich kommen sie, sondern auch aus Italien. Sie bringen ihre religiösen Überzeugungen mit, verstecken auf der Flucht unter ihren Perücken Kleinstbibeln, wie das Reformationsmuseum in Genf zeigt. Und sie bringen ihre Rechnungsbücher und Geschäftsbeziehungen mit. Denn es fliehen jene, die es sich leisten können, darunter Händler, Kaufleute, Gewerbetreibende. Wer Erfolg hat, darf bleiben. Das erste Mal bringen sie die Produkte, die nachher die Schweizer Industrie gross gemacht hat, Textilindustrie und Uhrenindustrie. Das ist ja synonym geworden quasi zu schweizerischem Fleiss und schweizerischer Arbeitsamkeit. Und andererseits kommt sehr viel Kapital natürlich damit ins Land, wo natürlich auch ein Finanzsektor hilft mit aufbauen. Die Genfer sind häufig Marchand Banquier, sie verbinden also den Handel mit dem Finanzdienstleistungssektor schon im 17. und 18. Jahrhundert. Und die Kapitalien sind nicht zuletzt auch eine gute Voraussetzung nachher für den Aufbau von einer Fabrikindustrie im 19. Jahrhundert, inklusive der Geschäftsbeziehungen, die so eine exportorientierte Wirtschaft mit sich bringt. Wenn Hugenotten in den Städten von Zünften abgelehnt werden, weichen sie aufs Land aus oder auf andere Produkte. So verwandeln sie vermeintliche Nachteile in Vorteile. Ein Beispiel. Calvin verbietet es in Genf, Reichtum zur Schau zu stellen, zum Beispiel Schmuck zu tragen. Also verlegen sich hugenottische Goldschmiede auf die Uhrmacherei. Daraus entstehen später Uhrenmanufakturen, die bis heute existieren. Weil es sich um eine Luxusgüterindustrie handelt, die immer für einen Export gedacht war, baut man quasi eine Exporttradition auf. Der schweizerische Binnenmarkt ist viel zu klein, für die Waren zu absorbieren, die hier hergestellt werden. Das heisst, es ist von Anfang an eine Industrie, eine Warenproduktion, die für die grossen höfischen Zentren in Europa, Versailles, die grossen Metropolen, London, Paris, produziert. Das heisst, es ist die Exportorientierung von der Schweizer Industrie im 19. und 20. Jahrhundert wird dort ein bisschen vorgespurt. Die Glaubensflüchtlinge bringen Fortschritt in die reformierte Schweiz, machen sie reicher. Und sie gründen traditionsreiche Firmen. Im 19. Jahrhundert etwa die Schokoladenfabrik Süchard. Bei den Katholiken ist der Reichtum ganz anders gelagert. Er gehört den kirchlichen Institutionen. Diese lassen wahre Kunstwerke bauen, wie die Stiftskirche Beromünster.
Das Geld für die Kostbarkeiten, um die sich heute ein Stiftsverwalter kümmert, kommt von den Gläubigen. Sie leisten Ablass, sie stiften, um gut zu sein vor Gott, um das Seelenheil zu erlangen. Der Prunk ist eine Entschädigung für das düstere Diesseits und ein Vorgeschmack auf das herrliche Jenseits. Für mich das allerbeste Beispiel sind Seelen- oder Stiftmesser. Man hat für die Verstorbenen Messer lesen lassen, weil man denkt hat, so kommt der oder die Verstorbene schneller vom Fegfeuer im Himmel. Das hat praktisch jeder in seinem Testament verlangt. Bei der oberen Klasse, die haben Hunderte, ja Tausende von Stiftmessen lesen lassen. Ich habe mal versucht, das abzuschätzen für das ganze katholische Europa. Ich bin auf 100 Millionen Stiftmessen jährlich gekommen. Und so ist natürlich ein riesiges Kapital zu den Kirchen gewandert, wo wir dann eben Kirchen bauen oder ausschmücken. So, da sind wir jetzt im Schatzkammer Gold- und Silberschmiedekunst. Wunderbare Exempel. Für mich ist es ein sehr gutes Beispiel von sakraler Verschwendung. Das Gegenbeispiel sind die Calvinisten. Die hatten teilweise sogar nur Holzkelche. Also alles Mögliche einfach. Wohingegen das katholische Geld fließt, entstehen prachtvolle Kunstwerke, Malerei, Kirchenmusik. Dafür fehlt es anderswo. Der wirtschaftliche Rückstand wird größer. In dem protestantischen Raum ist die Wirtschaft gefördert worden, mit allen Mitteln. Und zwar vor allem die modernen Formen, zum Beispiel die Textilmanufakturen, Uhrenfabrikationen auch. Aus den Manufakturen sind noch Fabriken entstanden. Also man kann das verfolgen, etwa vom 17. im Grunde genommen bis ins 20. Jahrhundert. Es gibt praktisch im 19. Jahrhundert bis weit ins 20. gibt es keine katholischen Unternehmer. Zwar entstehen auch auf katholischem Gebiet Formen von Heimarbeit, doch es sind oft günstige Zulieferer für reformierte Unternehmer. Insbesondere ist daran zu denken, dass in der Seidenindustrie Abfälle anfallen, die dann nachher nochmal verarbeitet werden können, für daraus nochmal Stoffe herzustellen. Und ein Zürcher Heimarbeiter mit so etwas zu beschäftigen, wäre quasi vergütetes Geld gewesen. Wegen dem tun die Zürcher und anderen Unternehmer solche Arbeiten eher in Billiglohngebieten, die dann in der Innerschweiz vorhanden waren, auslagern und in dieser Zeit ihre Arbeiter Arbeiten verrichten, die wesentlich mehr Wertschöpfung generieren. Nur ein Berufszweig bringt es in katholischen Gebieten neben der Kirche zu Reichtum. Die Reisläuferei. Schweizer Söldner kämpfen auf Europas Kriegsfeldern für fremde Herrscher. Ein Geschäft, das sehr viel Geld ins Land bringt. Die grossen Profiteure sind sicher die Soldunternehmer, die die Kompanien und die Regimenter organisieren, die Soldaten anwerben. Ein bisschen geringer ist sicher das Einkommen von den Söldnern selber und von den Reisläufern. Wobei man muss sagen, sicher im 16. Jahrhundert, seit Wirtschaftsgeschichte, ist das Einkommen auch von einem einfachen Soldat in diesem Geschäft wesentlich höher, als wäre er daheim geblieben und hätte sich als Taglöhner verdient. Zwingli ist gegen die Reisläuferei. Er findet es unmoralisch, für Geld in fremde Kriege zu ziehen. In reformierten Gebieten wird das Söldnerwesen stark eingeschränkt. Das katholische Nafels im konfessionell gespaltenen Glarus. Hier zeugt der Fräulerpalast vom einträglichen Geschäft. Söldnerherr Kaspar Fräuler hat ihn 1642 bauen lassen. Prunkvoll wie eine Kirche. Solches Gold findet man in Glarus reformierten Gemeinden nicht. Sie müssen neue Einkommensquellen suchen. Die Macht der Kirche ist seit der Reformation begrenzt. So öffnen sich neue Freiräume zum Denken, zum Fortschritt.
Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann besucht den Verwalter des Legler-Areals in Diersbach. Hier stand einst eine Textilfirma, die zu den größten Europas gehörte. Den Boden zum sogenannten Glarner Wirtschaftswunder legte ein reformierter Pfarrer. Der reformierte Gebiet hatte ja starke Beziehungen zu Zürich. Und es kam mal ein Pfarrer aus Zürich, Heidegger hat er geheissen. Und der sah die Armut und dachte, man könnte hier etwas entwickeln. Und hat eigentlich die Technik von Baumwollspinnerei und Baumwollweberei mitgebracht. Hat das auch predigt und das ist relativ schnell gegangen. Das ist dann aufgenommen worden. Zuerst waren es Zürcher Unternehmer, die das gemacht haben. Und gleich darauf haben dann Einheimische das übernommen und weiterentwickelt. Der Boden ist gelegt. Es gibt zwar Rückschläge, aber die Erfolgsgeschichte in Glarus ist weit über die Landesgrenzen hinaus beispielhaft. Der Kanton Glarus ist schon im 18. Jahrhundert, also noch bevor man Fabriken gebaut hat, ein Zentrum für Baumwollverarbeitung gewesen. Und wo dann die industrielle Revolution kam, ist man da sehr schnell in der Umstellung. Man hat Fabriken gegründet und das ist unglaublich, wie schnell sich das entwickelt hat. Und Glarus ist in der Schweiz, aber auch europaweit eines von den Gebieten, wo die grösste Dichte an Fabriken im Baumwollsektor da waren. Und das war also einzigartig. Die Glarner spuren nicht nur wirtschaftlich vor, sondern auch gesellschaftlich. Als Erste schreiben sie den Arbeitnehmerschutz ins Gesetz. Es hat in Glarus so viele Beschäftigte im Baumwollsektor, dass sie die Mehrheit an der Landsgemeinde und dann eben in der Lage waren, relativ früh durchzusetzen, dass die Arbeitszeiten beschränkt worden sind, dass auch sonst die Arbeitsverhältnisse verbessert worden sind. Und das schon in den 1860er Jahren. Sehr früh hat man als erster Kanton ein Gesetz gehabt, das zur Kontrolle der Arbeitszeit und der Fabriken. Der Wille zum wirtschaftlichen Fortschritt hat aus armen Glarner Gegenden Reiche gemacht. Villen der Fabrikherren zeugen bis heute davon. Im katholischen Teil des Kantons sind Industriebetriebe damals die Ausnahme. Hier bleibt das Söldnerwesen dominant. Wenn man den Horizont der Akteure vom 16. Jahrhundert probiert einzunehmen, vor welchem Erfahrungshintergrund und vor welchem Erwartungshorizont sie entschieden haben, macht es eigentlich viel mehr Sinn, dass man in diesem Geschäft mit dem bezahlten Kriegen drinnen bleibt, weil es gibt eine starke Nachfrage. Im Prinzip reagieren die inneren Orte, die katholischen Orte, auf einen Markt. Sie nutzen die Chancen von einem Markt. 1859 setzt sich die Sicht von Reformator Zwingli überall durch. Das Söldnerwesen wird landesweit verboten. Es ist immer so, dass wenn etwas sehr gut läuft, ohne dass man eigentlich sich gross unternehmerisch anstrengen muss, dann ist auf das auf Dauer sehr schlecht. Weil man muss nicht diversifizieren, neue Ideen haben. Und so war es beim Solddienst. Das ist übrigens auch beim Bankgeheimnis ein bisschen so. Da ist quasi von selber ist das gut gelaufen. Und die Katholiker haben das nicht nur in Glarus, auch gesamtschweizerisch, haben eben sehr stark vom Solddienst gelebt. Und die haben nachher, wo die ganze Wirtschaftsstruktur sich weltweit in Europa und in der Schweiz geändert hat, hat die natürlich den Anschluss verpasst. Der Mensch trägt die Verantwortung für sein Handeln, vor sich selbst und vor Gott. So ist es im reformatorischen Denken verankert. Im konfessionell gemischten Poschiavo entwickeln die Menschen daraus neue Ideen. Es wird sich auszahlen. Im 18. Jahrhundert verändert sich für viele das Leben fast von einem Tag auf den anderen. Der Grund dafür liegt hinter den Bergen in Venedig. Die Stadt blüht. Tausende Puschlaver und andere Bündner haben hier Arbeit im Ausschank und Handel mit Kaffee gefunden, bis sie wegen eines Handelskrieges ausgewiesen werden. Zurück in Poschiavo stehen sie vor dem Nichts. Es ist ihre Neugier, es ist ihr Mut, der sie aus der misslichen Situation führen wird. Wo die Wege versperrt waren, man musste Alternativen suchen. Und was haben sie können? Sie haben den Kaffee kennt, sie haben die Zubereitung, das Servieren schon kennt, aber
Was kann man damit machen? Man muss einen neuen Ort finden. Die reformierte Familie von Gian Andrea Mini ist die erste. Sie verlässt Boschiavo, wandert nach Warschau aus, eröffnet eine Zuckerbäckerei. Damit verdient die Familie so viel Geld, dass sie sich zu Hause einen Palast leisten kann. Etliche Poschlawer folgen dem Beispiel. Weltweit gründen sie Zuckerbäckereien, etwa das Café Suizo im spanischen Burgos oder das Semaden in Kiew. Es ist nicht ganz einfach, um das herauszufinden, wie das möglich ist, dass sie einfach an den besten Plätzen, eben unter dem Opernhaus von Warschau, irgendwie ihren Kaffee können eröffnen. Aber sicher ist die Visitenkarte Cafetier in Venedig natürlich ein guter Anfang. Und wir können aus einzelnen Tagebüchern oder Briefen herauslesen, es ist einfach Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also bis zur Selbstausbeutung. Sie haben Tag und Nacht in diesen Cafés gekrampft, damit es auch funktioniert hat. Mit ihren Desserts in schickem Ambiente bringen es viele Zuckerbäcker zu Reichtum. Daheim in Boschiavo verwandeln sie einen ganzen Straßenzug in eine Allee von Palästen. Und sie bringen den Fortschritt ins Bergdorf. Sie haben planmäßig für die ganze Gemeinschaft gesorgt und haben zum Beispiel sehr früh, schon 1810 und nachher ein neues Gebäude 1825, eine neue Volksschule für Buben und Mädchen gemacht und nachher neue Strassen gebaut, das ganze Dorf erneuert und sogar Wasser und Strom sind da im Haus geliefert worden, viel früher als in anderen Zentren, zum Beispiel Skur oder Zürich. Der Fortschritt geht in Boschiavo wie im ganzen Bündnerland vornehmlich auf das Konto der Reformierten. Von allen Zuckerbäckereien, die Bündner zwischen dem 18. und dem 20. Jahrhundert überall auf der Welt gründen, gehören 84% Protestanten. Nur 16% gehören Katholiken. Obschon die Protestanten in der Bündner Bevölkerung nur knapp in der Mehrzahl sind. An Fronleichnam feiern die Poschlawer Katholiken den Leib Christi. Reformator Luther hatte diesen Feiertag strikt abgelehnt. Der konfessionelle Graben ist bis heute augenscheinlich. In der Geschichte der Zuckerbäcker ist er geradezu frappant. Erstens gibt es das Familienbild. Für die Katholiken ist die Familie zentral und sie verlassen ist schwieriger. Und zweitens ist das sich bereichern, also Erfolg haben für Katholiken ein bisschen suspekt, weil natürlich alles da ist aufs nächste Leben, also das Leben danach, ausgerichtet und eigentlich Armut eine Tugend. Hingegen bei den Reformierten ist das Erreichen von einem Ziel individuell viel wichtiger. Also man hat einen direkten Kontakt zu Gott, individuell, nicht durch den Priester. Also man hat auch im Leben das individuelle Selbsterfüllungsmandat, das man dann wirklich machen muss. Die Zuckerbäcker leisten sich teure Einrichtungen. Doch sie sind knallharte Rechner. Knallhart ist auch die Erziehung. Die Zuckerbäcker schicken ihre Kinder ins Ausland in die Ausbildung, überlassen sie dort ganz ihrem eigenen Schicksal. Als Lehrling mussten sie zu einer fremden Familie den Beruf lernen. Und das ist natürlich in einer entfernten Destination. Sie mussten selber reisen, sich verschulden für die lange Reise nach Spanien, nach Warschau, nach Dänemark. Und für die Lehre selber mussten sie sich auch verschulden. Und erst, als sie nach dem Diplom selber angefangen zu verdienen und ihre Schulden können abzahlen konnten, sind sie als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft wieder aufgenommen worden. Erfolg als oberstes Gebot. Der Tisch, an dem die Zuckerbäcker einst ihre Einnahmen gezählt haben, steht heute mitten in der reformierten Kirche Boschiavo, wie ein Altar.
Die Poschlawa haben Erfolg, weil sie eigenverantwortlich handeln. Ganz nach dem Willen von Luther, Zwingli, Calvin. Eine weitere zentrale Forderung der Reformatoren: Jeder soll das Alphabet lernen, denn jeder soll die Bibel lesen können. Die Folgen davon sind kaum zu überschätzen. In Trogge, Appenzell Ausserrhoden, prägen Paläste das Dorfbild. Gebaut von Angehörigen der Textilhandelsfamilie Zalwager. Sie sind im 18. und 19. Jahrhundert Teil der politischen und wirtschaftlichen Elite des Kantons. Über mehrere Generationen machen sie ein Vermögen im Handel mit Leinen und Baumwolle. Der erfolgreichste, Johannes Zalwager Hirzel, ist zu seiner Zeit einer der reichsten Schweizer. Sein Credo: Gute Erziehung und Bildung. Demut und Sparsamkeit sind maßgebend und nie darf Erfolg zu Hochmut führen. Diese Überzeugungen sind schriftlich überliefert. Nach dem Nachtessen lasen seine Kinder noch ein Kapitel im Neuen Testament. Und er betete laut ein Gebet, das aus seinem Herzen kam. Er war sehr sparsam für seine Person und Familie, scheute aber die Ausgaben nicht für die Erziehung seiner Kinder. Für ihn ist Bildung das wichtigste Kapital von Bestand. Für seine Kinder sieht er ein Leben ohne Muße, ohne Verschwendung vor. Die haben einen Tagesablauf vorgesetzt bekommen, der sehr durchgetaktet war. Also, am Morgen sind sie früh aufgestanden. Sie haben dann sofort in die Schreibstube, haben eine ganz klar strukturierte Vorgabe gehabt, was sie dürfen machen und nicht dürfen machen. Schule war ein ganz wichtiger Aspekt. Und sie mussten selbstgenügsam sein. Sie haben nicht dürfen ausschweifend werden. Also ausschweifen ist immer gerade bestraft worden. Zalwagers stecken viel Geld in die Bildung. Sie gründen die Kantonsschule Trogge, ebenso eine Armenschule und eine Webschule. Und sie stecken viel Geld in die örtliche Kirche. Das Chorgemälde zeigt die Bewohner der vier Erdteile. Ein Zeugnis davon, dass Zalwagers ihr Geschäft global betreiben, in einer Zeit, als dies alles andere als selbstverständlich ist. Was für mich das Entscheidende ist, ist die Verknüpfung von der Wirtschaft und der Bildung. Und die ist im Protestantismus ausprägter als im Katholizismus. Und dafür haben dann auch die Reichen, wie jetzt die Textilhandelsherren Zellweger, geschaut, dass es eben auch für die Weber eine Ausbildung gibt, dass es für die Spulerinnen eine Ausbildung gibt und dass so dann bessere Arbeit geleistet wird, zu Händen auch von ihrem Geschäft. Das ist eigentlich der entscheidende Gedanke. Die Bildung. Auch hier teilt ein tiefer Graben reformierte Gebiete von katholischen. Der Blick auf Europa. Um 1900 haben Portugal, Spanien und Italien Alphabetisierungsquoten zwischen 25 und 50%. Andere katholisch geprägte Länder, wie Österreich, Belgien und Frankreich, kommen auf gut 80%. In den reformierten Niederlanden, in Finnland, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz und Schweden, liegt die Quote nahe bei 100%. In Schweizer Grundschulen liegen die Katholiken zwar nicht mehr zurück, weil sie gute Klosterschulen haben und weil die Liberalen schon 1874 die Schulpflicht landesweit durchsetzen. Allerdings, Hochschulen entstehen in reformierten Kantonen Dutzende Jahre früher als in katholischen. Universitäre Bildung, Wirtschaft und seit dem Sieg im Sonderbundkrieg auch die politische Macht – alles in den Händen der Reformierten. Sie bauen Verkehrswege zwischen wirtschaftlichen Zentren, verleihen diesen noch mehr Schub. Die prägende Figur ist Alfred Escher, Gründer der Gotthardbahn, der Schweizerischen Kreditanstalt, der ETH und Protestant, wie die meisten Wirtschaftsführer. Zwischen dem 18. und dem 20. Jahrhundert sind von 100 bedeutenden Schweizer Industriepionieren 84 protestantisch, nur gerade 11 katholisch. Weshalb diese Vorherrschaft?
Der deutsche Soziologe Max Weber schreibt 1905 in seinem Buch Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, die Reformatoren seien mit ihrer Neubewertung der Arbeit die Triebfeder des modernen Kapitalismus gewesen, daher der Vorsprung der Protestanten. Es ist alles ein bisschen komplizierter, weil gesamteuropäisch stimmt es eben nicht ganz. Es gibt sehr erfolgreiche Gebiete, wie zum Beispiel Norditalien, das ist katholisch geblieben. Oder auch Frankreich hat Gebiete, die sehr erfolgreich sind. Das sind auch katholische Gebiete in der Regel. Und darum kann man es nicht so eindeutig sagen. Aber was für die Schweiz eindeutig schon feststellbar ist, dass es eine Übereinstimmung gibt. Und dass auch die Einstellung zu der Arbeit schon eine andere war. Also es ist, Arbeit ist ein Wert an sich. Und es ist nicht einfach Zweck zum Geld verdienen, den ich dann irgendwann mal einfach beziehe. Und dann höre ich auf zu arbeiten, sondern es ist ein Wert an sich. Und wenn man erfolgreich ist mit der Arbeit, heisst das nicht, dass man aufhört, sondern dass man sich erst recht noch weiter anstrengt. Ich glaube nicht, dass der Protestantismus die Industrialisierung direkt befördert hat, was der Max Weber ja behauptet hat, sondern der Katholizismus hat ihn gehindert. Er war nicht interessiert daran, er hat anders investiert, er hat andere Möglichkeiten gehabt, eben sein Leben zu verdienen. Die katholischen Gebiete sind um 1900 abgeschlagen. Ihre Ertragsquelle, das Söldnerwesen, ist weg. Der industrielle Fortschritt verpasst, die Macht in den Händen der anderen. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Langsam setzt ein Umdenken ein. Im Hinterthurgau wird die erste Raiffeisenbank gegründet. Mit ihr soll auch die katholische Landbevölkerung zu Sparern werden. Es braucht Jahrzehnte, bis eine Industrie entsteht. Wenn Fabriken auf katholischem Boden gegründet werden, dann oft von Reformierten. Aber die Katholiken legen ihre gewollte Rückständigkeit langsam ab, vor allem ab den 1950er Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg sieht man eindeutig, dass im katholischen Milieu ein Wertewandel stattfindet. Also man ist viel offener gegenüber Technik, Wissenschaft, Wirtschaft, Karrieren in der Privatwirtschaft. Wir haben eine massive Fortschrittswelle. Das ist natürlich beeinflusst von Amerika mit dem Fernsehen und mit der allgemeinen Motorisierung. Das hat dazu geführt, dass die Katholiken nicht mehr in einer abgeschlossenen Welt gelebt haben. Sie haben andere Sachen kennengelernt und haben gesagt, wir können doch nicht immer rückständig sein, wir müssen das auch akzeptieren. Es kommt sowieso. Diese Einsicht reift auch an der Spitze der katholischen Kirche. 1965 redet der Papst im Zweiten Vatikanischen Konzil erstmals offiziell dem Fortschritt das Wort. Jetzt soll alles gefördert werden. Technischer Fortschritt, Firmengründungen, die Aufgeschlossenheit für das Neue. Das würde ich sagen, ist eine kirchliche Revolution gesehen, wie wir sie eigentlich nur in der Reformation hatten. Er hat, glaube ich, gar nicht anders können. Der Druck von außen auf eine Modernisierung der Kirche war so gross gesehen, dass man das zwangsläufig machen musste. Man hat gesehen, man kommt an den Rand. Man wird nicht mehr ernst genommen mit der Ablehnung vom Fortschritt. Auch der zahlenmäßige Vorsprung der Reformierten schwindet. Aus Italien, Spanien und Portugal wandert ein Heer katholischer Arbeitskräfte in die Schweiz ein. 1970 sind die Katholiken in der Schweiz erstmals seit Jahrhunderten nicht mehr in der Minderheit. Sie erlangen ein neues Selbstbewusstsein. Die Leute wollen jetzt wirklich Karriere machen in der Wirtschaft. Und da sieht man viele Beispiele von sehr erfolgreichen Leuten, die wirklich plötzlich dann an der Spitze sind von diesen grossen Unternehmen oder eigene Firmen gründen. Und das ist eine sehr eindrückliche Aufholjagd. Sie erfasst auch die Hochfinanz. Die Schweizerische Kreditanstalt, von Reformierten gegründet und geführt, erhält 1977 erstmals einen katholischen Chef, Rainer E. Gut. Ein Katholik auf dem SKA-Chefsessel, das passt bankintern nicht allen. Und wenige Jahre davor wäre es undenkbar gewesen.
Die Katholiken haben ihren Rückstand wettgemacht. Mehr noch, heute sticht Reichtum auch und gerade in einst armen, katholisch-bäuerlichen Kantonen wie Zug ins Auge. Betrachtet man das durchschnittliche Reinvermögen pro Steuerpflichtigen, so liegen heute alle Kantone in etwa gleich auf. Weit voraus an der Spitze stehen Zug, Schwyz und Nidwalden, drei katholische Kantone. Es scheint, die Katholiken haben die Reformierten überholt. Das wäre eine oberflächliche Sichtweise auf die Verhältnisse, weil der Reichtum dieser Kantone ja nicht letztlich auf einer einheimischen Wirtschaftsbasis generiert. Das ist nicht eine Industrie- und eine Wirtschaftspolitik, sondern ist eine Standortpolitik, die mit dem Steuervorteil funktioniert. Und insofern ist es ein importierter Reichtum und nicht selber produzierter Reichtum. Eines aber zeigen die Zahlen. Die Katholiken haben ihr Verhältnis zu privatem Reichtum radikal verändert. Katholiken holen auf. Das ist die eine Hälfte der Geschichte. Die andere: Reformierte beginnen gleichzeitig zu bremsen, kritisieren den ungebremsten Fortschritt. Den Wendepunkt sehe ich etwa um 1900 herum. Wir haben ja vorher eine forcierte Industrialisierung. Und das hat Umweltprobleme gegeben. Es hat ein Problem vom Ressourcenverbrauch gegeben, Landverbrauch. Und entsprechend hat es hier eben eine Gegenbewegung gegeben, hat sich formiert, wo eben die Umwelt hat schützen wollte. Und weil halt die Industrie in den protestantischen Territorien vor allem gesehen, gibt es auch dort zuerst eine Gegenbewegung. Pioniere gründen nach 1900 zwei Umweltverbände: den Heimatschutz und den Bund für Naturschutz, die heutige Pro Natura. Ich habe festgestellt, dass es fast ausschließlich Protestanten gesehen sind, wo dort tätig sind, als Präsident oder als Sekretär, mit gewissen Schwerpunkten in den Städten Basel, Zürich, Genf. Und das ist offenbar so geblieben bis in die 80er, 90er Jahre. Die Statistiken zeigen, laut Peter Hersche auch, noch in den 1990er Jahren haben Umweltverbände in reformierten Kantonen bis zu dreimal mehr Mitglieder als in katholischen. Konfessionelle Gräben auch bei den Wahlen. Bei den Parlamentswahlen 1987 sind unter den Wählern der Grünen 63% Protestanten, nur gerade 15% Katholiken. Die Reformierten, wirtschaftlich jahrhundertelang voraus, hinterfragen den ungebremsten Fortschritt als Erste. Heute wollen sich die Umweltschutzverbände keiner Konfession zuordnen. Umweltpolitiker Balthasar Glattli ist zwar über die reformierte Kirche zur Grünen Partei gekommen, mittlerweile aber konfessionslos, wie rund ein Viertel der Menschen in der Schweiz. Die Idee der reformierten Fortschrittsskeptiker ist geblieben. Fortschritt braucht einen Kompass. Und heute wird unter Fortschritt einfach immer mehr verstanden, aber nicht unbedingt eine bessere Lebensqualität. Und das Geld ist in dem Sinne ein bisschen zu einer Ersatzreligion geworden. Wir haben wie Mühe, uns zu fragen, was brauchen wir überhaupt, was ist genug und was ist vielleicht auch nur Überfluss und Abfall. Ob katholisch oder reformiert, in der Schweizer Wirtschaft ist Fortschritt längst Maxime. Verschwenden ist Rückschritt, Muße verpönt. Und der konfessionelle Graben zugeschüttet. Ich denke, es wäre sogar gefährlich, wenn Konfession, Religion in der heutigen Zeit noch eine Rolle spielen würde. Es geht vielmehr darum, dass es uns gelingt, ein Umfeld zu schaffen, wo Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen und von ganz verschiedenen Religionen, China, USA, Europa, erfolgreich zusammenarbeiten können. Wer arbeitet, wer Erfolg hat, ist gut. Vor Gott, vor dem Chef, vor Kollegen. Luther, Zwingli und Calvin haben vor 500 Jahren vorgespurt. Für alle Teile der Schweiz. Man kann natürlich nicht alles auf die Konfession zurückführen, das ist klar. Aber man kann auch nicht, wie viele Wirtschaftshistoriker sagen, ja, das spielt überhaupt keine Rolle. Das
das ist vielleicht auch ein Glücksfall gewesen, dass es die Glaubensspaltung gegeben hat, weil wenn die Eidgenossenschaft konfessionell homogen wäre geblieben, wäre die Chance viel grösser gewesen, dass sie sich der eine oder der andere europäische Grossmacht angeschlossen hat und so allenfalls auch in die grossen europäischen Kriege wäre verwickelt worden. Im engsten Raum haben beide Konfessionen miteinander gelebt und zum Teil die gleiche Kirche benutzt. Und das hat natürlich schon beide Seiten gezwungen, relativ tolerant zu sein und zuzulassen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, zu seinem Glück zu kommen. Wie sind wir gut? Und vor wem?